Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, ich dachte, ich filme jetzt noch die Heimfahrt als kleinen Vlog, weil ich im Urlaub sonst gar nicht gefilmt habe. Ja, dann viel Spaß beim Video. Genau. Ich sitze jetzt hier mit dem Elias schon im Auto, weil mein Mann muss noch kurz duschen und wir haben jetzt alles zusammengepackt. Ja, genau. So ist der Ausblick für mich. Es ist schon spät. Genau. Und der Elias und ich sitzen hier inmitten unseren ganzen Sachen. Ich sitze hinten. Da steht der Wohnwagen. Wir müssen gleich noch anhängen. Und dann geht es los nach Hause. Genau, ich habe ihn schon fertig gemacht. Er hat diese Söckchen an, beziehungsweise die Schühchen. Er hat die Söckchen drunter. Die süßen, selber genähte Hose. Das Oberteil von Tom Taylor. Diese Mütze. Keine Ahnung, von NKD. Genau, so sieht er aus. Und voll cool, meine Kamera macht Licht. Das heißt, ich hoffe, das Licht ist nicht allzu schlecht. Genau. Ich habe hier noch so ein Tuch. Das haben wir gekauft. Das lege ich nachher über sein Gesicht ein bisschen. Ich habe hier seine Tasche. Weil wir noch was brauchen, aber ich vermute nicht. Genau, den Schnulli kriegt er mal. Den liebe ich, den Schnulli. Genau. Ja, ich habe hier noch halt unter anderem eben auch noch diese Jacke, die ich mir doch noch an später. Hier halt noch alles Mögliche. Wasserhaargummi. Ich habe hier noch so eine Decke und hier habe ich noch eine Tasche. Genau, aber ich glaube, er braucht im Moment noch nichts. Und hier haben wir allerlei Proviant. Also Wasser, Chips, Kekse, was halt man so alles mitnimmt. Genau, dann bis später. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich zeige euch gerade, wir fahren jetzt ungefähr 700 Kilometer. Dann sind wir daheim. Genau, und es ist mittlerweile dunkel. Also recht langweilig. Dann bis später. Mittlerweile fast bei Mailand und habe ungefähr 200 oder 300 Kilometer geschafft. Ja, also und spät ist mittlerweile auch schon. Wir haben schon halb, ne, wir haben gerade kurz vor 12. Also dann, bis später. Okay, wir sind jetzt mittlerweile auf einem Rastplatz und haben hier geschlafen. Hier ist der Elias. So sieht es draußen aus. Sieht man kaum wegen dem Mückenwecker. Genau, Elias hat hier schon geschlafen. Hier liegt er und wir frühstücken jetzt. Ich werde auf jeden Fall Joghurt essen. Genau, dann sehen wir uns später wieder. Genau, dann will ich ihn jetzt noch umziehen. Er liegt jetzt hier auf in der Sitzgruppe. Ihr könnt ihn, glaube ich, fast ganz sehen, bis auf die Füße. Die ziehe ich ihm jetzt nur aus, die Socken, und beziehungsweise die Socken lasse ich an. Ich ziehe ihm jetzt die Hose aus. Genau, er hat nicht die Socken an. Und diesen coolen Pulli.
Den Body lasse ich an. Ich meine, hier ist es recht kalt irgendwie. Aber gut, wir haben jetzt 7:30 und wir sind jetzt in der Schweiz. Ja, ich glaube, das ist nicht so warm hier. Mützchen darf er auch ausziehen, kriegt ein anderes an. Oh, seine Haare sehen witzig aus. Okay, genau, ich wollte ihm jetzt erst diesen H&M Body anziehen. Der ist schön warm. Der ist langarm. Weil wir wollen jetzt dann gleich wieder weiter Richtung Heimat. Ich hoffe, wir kommen bald an. Keine Lust mehr. So. Fingerchen. Fingerchen. So. Alle 100 Knöpfe an, dann ziehe ich ihm diese kuschelige Sternenhose an. Das ist wie eine Pumphose. So goldig. Ui, was war denn das? Und dieser kriegt ja auch wieder an, oder die Schüchen. Und dann noch die Weste. Weiß nicht, die kennt vielleicht jemand, die ist vom Leben vor längerer Zeit. Die ist wunderschön. So. Wo ist seine Hand? Und sein Finger? Habe ich alle? Ja, sind 1, 2, 3, 4, 5. So. Hätten wir. Und dann bekommt er noch eine Mütze an. Und zwar die hier. Meine Lieblingsmütze. Oh ja, und daheim müssen wir erstmal die Haare wieder machen, wenn wir daheim sind. Lassen wir aber auf. Okay. Dann gehen wir nämlich dann wieder ins Auto vor. Und den Rest lassen wir dann da. Genau, das hier nehmen wir auch mit. Die Decke nehmen wir mit. Und dann fahren wir nämlich weiter. Genau, und weiter geht's.
Ready to drive. Okay. Fertig zum Fahren. Ja, dann werde ich mich jetzt mal platzieren und dann muss es losgehen. Und weiter geht's. Wir fahren jetzt und es sieht aus, wie wenn wir ein bisschen Stau hätten. Ich hoffe nicht. Und ich hoffe, wir kommen zügig voran. Wir haben nämlich noch ungefähr 350 Kilometer oder so vor uns. Aber sieht man schon. Jetzt Baustelle. Deshalb muss es etwas langsamer gehen. Also bis später. So, wir sind jetzt fast zu Hause. Und ihr könnt den Elias nochmal sehen. Der brav in seinem Maxi-Cosi. Und ja. Genau, so sieht es hier aus. Jetzt sind wir gerade kurz rast machen auf der Toilette. Wir müssen in einer guten halben Stunde zu Hause sein. Und dann hoffe ich, euch hat das kurze Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!